Guten Tag, Mr. Pierce. Mich hätten Sie hier wohl am allerwenigsten erwartet. Was machen Sie hier? Sie sollten im Gefängnis sitzen. Ich habe gute Freunde, die sich die Kaution für einen Mörder leisten können. Keine Sorge, ich will nur mit Ihnen reden. Nun gut, wie Sie wollen. Warum haben Sie mir den Mord in die Schuhe geschoben? Mit Verlaub, aber warum hätte ich es nicht tun sollen? Ein Freund von mir wurde ermordet. Hätte ich etwa schweigen sollen? Sie haben den Mörder gesehen. Sagen Sie mir, wer es war. Sie wollen wissen, wen ich gesehen habe? Einen verdammten Neuankömmling, der hereinstürmte, Johannes ermordete und dann einfach hinausschlenderte, als sei nichts gewesen. Sie scheinen felsenfest davon überzeugt zu sein, dass es ein Neuankömmling war. Was macht Sie so sicher? Glauben Sie mir. Ihr Oakmonter erkennen einen Neuankömmling auf den ersten Blick. Sie wissen, dass ich es nicht war. Ach, hören Sie doch auf, Reed. Ich habe Ihr Gesicht ganz deutlich gesehen. Oder wollen Sie etwa behaupten, dass es nicht Ihres war? Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, Pierce. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Versuchen Sie etwa gerade einen Politiker zu bestechen, Mr. Reed? Wie kommen Sie darauf, dass ich mich darauf einlassen würde? Ich bin ein wenig überrascht. Von dem Milton Pierce, von dem ich gehört habe, hätte ich eine andere Antwort erwartet. Sei's drum. Aber mal ganz unter uns. Meine werte Mutter ist schon sehr alt und sie ist auch sehr reich. Ich werde sie schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr unter uns weilt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Tja, wie soll ich sagen, Mr. Reed? Meine Wahlkampagne ist aufgrund fehlender Finanzmittel ins Stocken geraten. Ach ja, das liebe Geld. Der finanzielle Druck scheint mir die Sinne vernebelt zu haben. Sicher würde ich manche Dinge klarer sehen, wenn sich meine Finanzlage entspannen würde. Gut möglich, dass mir dann bewusst werden würde, dass ich sie mit jemandem verwechselt habe. Und vielleicht würde mir dann sogar einfallen, mit wem. Wenn es nicht anders geht. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Aber achten Sie darauf, dass es wie ein natürlicher Tod aussieht. Und machen Sie keine Sauerei. Die Teppiche sind ein Vermögen wert. Hier, bitte. Auf Empfehlung von Professor Cavendish. Sie könnten ihr das zum Beispiel ins Glas schütten. Das ist nicht mein erster Auftrag, Pierce. Ich weiß, was ich zu tun habe. Tut mir leid. Ich hätte wissen müssen, dass in Ihnen auch ein kleiner Auftragskiller steckt. Sonst noch etwas? Sie finden Agatha, meine Mutter, in ihrem Haus. Hier haben Sie die Adresse. Ach, und kommen Sie danach nicht hierher. Ich will nicht, dass die Leute mich mit Ihnen sehen. Thank you.
Tür gibt nicht nach. Hey, Mister. Sind Sie Glenn Byers? Ja. Wer sind Sie? Charles Reed, Privatdetektiv. Der Mann, der für Ihren Mord den Kopf hinhalten muss. Oh, wie haben Sie mich gefunden? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Machen Sie die Sache nicht noch schlimmer und beantworten Sie meine Fragen. Warum haben Sie Johannes van der Berg ermordet? Ich hatte keine andere Wahl. Ich bin ein rechtschaffener Bürger, Sir. Ich habe Familie. Meine liebe Evelyn und Michael, unseren Sohn. Ich wollte es nicht tun, aber die beiden wurden entführt. Ich kenne diesen Johann nicht einmal, oder wie auch immer er heißt. Wir sehen uns ziemlich ähnlich, finden Sie nicht auch? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon immer so aus und bin genauso überrascht wie Sie. Haben Sie Verwandtschaft in Boston? Nicht, dass ich wüsste. Meine Familie stammt aus Providence, Rhode Island. Eine weitere Kuriosität dieser Stadt für meine Liste. Wissen Sie, wer Ihre Familie entführt hat? Eine Bande. Aber ich habe keinen dieser Kerle je zuvor gesehen. Einer von ihnen, ich glaube, er heißt Will, gab mir einen Revolver. Aber ich weiß nicht, ob er irgendjemand Besonderes ist. Das ist alles, was ich weiß. Das schwöre ich. Beschreiben Sie, wie sich die Entführung abgespielt hat. Die Entführer brachen in unsere Wohnung ein, als ich nicht da war. Ich kam nach Hause und sah die aufgebrochene Tür. Es gab Anzeichen eines Kampfes. Und meine Familie, die arme Evelyn, spurlos verschwunden. Haben Sie nicht in Erwägung gezogen, die Polizei zu alarmieren? Warum ließen Sie sich nicht helfen? Ich wollte die Polizei rufen, wirklich. Aber die Entführer schickten mir... Oh, ich kann nicht. Was sie geschickt haben, liegt noch auf dem Tisch. Ich traue mich nicht, es anzufassen. Ich muss mir den Ort des Geschehens genauer ansehen. Wenn es denn sein muss, die nächste Tür. Ich habe abgeschlossen, damit niemand rein kann. Und damit ich mir das alles nicht noch einmal ansehen muss. Nehmen wir an, ich schenke Ihnen Glauben und Sie haben getan, was die Entführer von Ihnen verlangten. Wo sind Ihre Frau und Ihr Sohn? Das weiß ich nicht. Der Anführer der Bande hat versprochen, sie nach dem Mord gehen zu lassen, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Mir ist klar, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, aber können wir uns vielleicht irgendwie einigen? Bitte! Hängt davon ab, was Sie zu bieten haben. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe einen Menschen getötet und Sie mussten dafür auch noch den Kopf hinhalten. Ich werde mich der Polizei stellen und reinen Tisch machen. Wenn ich der Polizei die Waffe gebe, müssen Sie mir glauben. Aber ich kann mich nicht stellen, solange ich nicht weiß, dass meine Familie wohlauf ist. Ich soll also Ihre Familie retten, um dadurch meine eigene Haut zu retten. Habe ich das richtig verstanden? Im Großen und Ganzen, ja. Und, was sagen Sie? Einverstanden. Mir gefällt das alles zwar ganz und gar nicht, aber ich mache es. Danke. Sie haben das Herz am rechten Fleck, Mr. Reed. Es tut mir leid, dass ich Sie in diese Lage gebracht habe, aber ich werde es wieder gut machen. Versprochen. An dem Finger steckt noch der Ehering. Wie kann man nur so grausam sein und einem Menschen so etwas antun? Im Umschlag steckt eine Nachricht. Hier stand etwas geschrieben, aber es wurde abgewaschen, zumindest teilweise. Hier stand etwas geschrieben, aber es wurde abgewaschen, zumindest teilweise. Aha, das Zuhause einer Frauenrechtlerin. Alt, aber blank geputzt. Der Besitzer des Grammophons kümmert sich gut darum.
Joy sieht auf dem Plakat wirklich hübsch aus. Ich würde sie gerne einmal singen hören. Wird nicht leicht, die Tür wieder in Ordnung zu bringen. Überall, wo ich auftauche, finde ich Blut vor. Kreppseide und Spitze. Muss ein schönes Kleid gewesen sein, bevor es zerrissen wurde. Wer kommt schon auf die Idee, eine Schaufel als Waffe zu benutzen? Oh, Moment. Komm nach, wenn du fertig bist. Und verschwende keine Zeit, um unten Martin zu helfen. Er ist unwichtig. Lassen Sie meine Mom in Ruhe. Aufmachen! Oder ich trete die Tür ein! Ich glaube, langsam wird mir alles klar. Aufmachen! Oder ich trete die Tür ein! Lassen Sie meine Mom in Ruhe. Komm nach, wenn du fertig bist. Und verschwende keine Zeit, um unten Martin zu helfen. Er ist unwichtig. Eine Bande verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und entführte Mutter und Sohn. Der Sohn wehrte sich und einer der Angreifer fiel nach unten. Daraufhin verschwanden die anderen mit Mutter und Sohn. Einige der Bretter sehen wie neu aus. Kein bisschen Staub zu sehen. Einige der Bretter sehen wie neu aus. Kein bisschen Staub zu sehen. Ich muss in den Raum unter uns. Wie kommt man da rein? Sie wollen in die Küche? Sie ist abgeschlossen. Was wollen Sie dort? Los, geben Sie mir einfach den Schlüssel. Ist ja gut. Hier, bitte. Ich gehe. Das war sicher keine weiche Landung. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Rum wie diesen findet man nicht oft. Sie können sich glücklich schätzen, eine Flasche von der Zeit vor der Prohibition zu haben.
So hilf mir doch jemand! Hilfe! Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Deine Schwester Peg. Mal sehen, was da drin ist. Hi, Billy. Ich muss sagen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, konnte ich sie besser leiden. Geht mir genauso. Hab schon gehört, dass sie kommen werden. Aber gehofft, dass sie es bleiben lassen. Was halten Sie davon? Sie verschwinden wieder und ich vergesse, dass Sie hier waren. Billy, eine Familie zu entführen passt nicht zu Ihnen. Lassen Sie sie gehen, dann kommen wir beide heil aus dieser Sache raus. Das wird leider nichts. Es gibt einen triftigen Grund, warum wir die Byers festhalten. Wenn die Zeit reif ist, lassen wir sie frei. Warum sind die Byers für Sie so wichtig, dass Sie sie entführt haben? In dieser Borg sind
mächtige Geschöpfe am Werk. Und man sollte sich hüten, ihre Beweggründe in Frage zu stellen. Also verschwinden sie besser. Solange ich sie noch höflich darum bitte, Charlie. Billy, ich will weder mich noch Sie in Schwierigkeiten bringen. Byers hat getan, was Sie von ihm gefordert haben. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Zum allerletzten Mal. Verschwinden Sie. Ich habe Ihnen schon mal das Leben gerettet. Und das ist hiermit das zweite Mal. Leute, denen ich die Haut rette, liegen mir immer sehr am Herzen. Eine kleine Schwäche von mir. Es würde mich traurig machen, Sie zu töten, Charles. Aber falls ich muss, werde ich genau das tun. Tut mir leid, Billy. Hier geht es um mehr als Sie und mich. Möge der Bessere gewinnen. Wenn es das ist, was Sie wollen? Ich wusste nicht, dass Sie so engstirnig sind. Ein Jammer, dass Sie hier sterben werden, Reed. In dieser Stadt gibt es weitaus schlimmere Leute als Sie. Oh, vielen Dank, Mister. Ich dachte schon, Sie würden uns umbringen. Ich weiß nicht, wie wir Ihnen das je vergelten sollen. Wer sind Sie überhaupt? Sie sehen... Ich bin Privatdetektiv. Ihr Vater macht sich große Sorgen um Sie. Vater? Ist er wohl auf? Waren Sie bei ihm? Ja, aber die Sache ist noch nicht vorbei. Gibt es einen Ort, an dem Sie für eine Weile untertauchen können? Ja, sicher. Wir könnten zu Tante Peck gehen. Was ist denn los? Es gibt da eine Angelegenheit, die Ihr Vater und ich untereinander klären müssen. Er wird Ihnen bei Zeiten alles erklären. Oh, okay. Bitte, Mister, passen Sie auf ihn auf. Er ist ein guter Mensch. Ich werd's versuchen. So, ich muss los. Sind Sie gekommen, um uns zu retten?